Und hier auch noch. So, da. Und ihr seht schon, wir bekommen langsam ein paar. Die können wir uns auch abrasieren und das zeige ich euch auch gleich. Und jetzt habt ihr mal gesehen, wir haben ja hier diese Dinger gebaut und jetzt können wir die nämlich ganz einfach einpflanzen. Das lässt sich ziemlich einfach machen. Und jetzt seht ihr schon, im Vergleich zu dem anderen sieht das ein bisschen seltsam aus. Das hat folgenden Grund. Das Gras, das wir jetzt hier geholt haben, ist momentan noch nicht fähig, sich neu zu regenerieren. Alles hier regeneriert sich nachher. Und deswegen müssen wir das Fertilize machen. Und dazu brauchen wir dieses Zeug. Und jetzt seht ihr schon, jetzt ist es wieder imstande, sich nach der Umtroppung wieder zu regenerieren. Und deswegen braucht man das. Und das kann man mit allem möglich machen. Man kann sich auch diese Stöcker ranholen. Man kann sich alles hier ranholen. Und ich kann übrigens auch die, ich kann übrigens auch einfach hier. Hier so droppen. Moment. Drop. Klack. Und da steckt sie jetzt. Und jetzt gehen wir mal hier ran. Und wir zeigen. Oh, ich zeig bei Nacht. Wir holen uns jetzt ganz kurz noch mal ein bisschen mit der Schaufel was. Schaufel. Und bei der Nacht zeige ich dann, was alles momentan noch so möglich ist, was wir bauen können. Das ist momentan für den Anfang, glaube ich, ganz gut. Wie gesagt, ich bin nur bis Tag 20 gekommen. Ihr seht, wir sind schon bei Tag 5. Tag 20 wird schneller erreicht sein. Und es ist auch nicht so schwer, bis Tag 20 zu kommen, muss ich sagen, weil das sind die einfachsten 20 Tage. Die Frage ist dann natürlich, wie gut macht man die ersten 20 Tage? Und wir haben echt einen krass geilen Start gehabt jetzt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht verkacke. Dass ich genug Nahrung anschaffe, bis wir Tag 20 erreicht haben. Wichtig auch, nur mal so als Information, obwohl das mache ich, wenn es soweit ist. Ich muss ja nicht alles spoilern. Seeds immer mitnehmen, das ist wichtig. Die brauchen wir auf jeden Fall für alles Mögliche. Die brauchen wir, um Vögel zu fangen. Die brauchen wir, um Beete anzupflanzen. Oh, den nehme ich komplett mit. Die sind richtig wichtig. Also die Büsche immer mitnehmen, weil die liefern Bären und die braucht ihr auf jeden Fall. Da schmeiße ich gerade auch gerne was weg dafür. Und zwar kann ich die eventuell aufeinander kombinieren. Kann ich nicht kombinieren miteinander. Ja, dann fliegt gerade einer weg. Nein. So. So. Wichtig ist, die Büffel nicht angreifen. Und was noch wichtig ist, wenn die Büffel einen roten Arsch haben. Der Wilson kennt sich da ein bisschen aus mit den Büffeln. Sollte die Büffel einen roten Arsch haben, dann bitte nicht attackieren. Das kann zu einem schnellen Tod führen. Jetzt habe ich das da wieder eingepflanzt, okay. Hier natürlich noch ein bisschen von der... Oh, da sind noch Setzlinge. Die nehmen wir mit, bevor die Vögel die holen. Da müsst ihr ein bisschen schnell sein, weil die Vögel können sich die Setzlinge natürlich auch holen. Die kommen, dann holen die sich einfach. Und wir nehmen noch ein bisschen von der Kacke mit. Wir hauen mal ordentlich auf die Kacke und dann läuft das hier wieder. Und da ist ein Vogel gelandet, sehr schön. So, dann mache ich mich jetzt hier drüben. Oh, da kann ich mich jetzt schon schön einrichten. Das ist, gefällt mir gerade mega gut. Weil normalerweise geht das nicht, weil ich mich wegen den Blitzen halt so zügeln muss. Aber wir können das jetzt gerade echt schon von vornherein machen. Das gefällt mir richtig gut. Hier muss ich den Hasenbaum mal zumachen, weil der gefällt mir hier nicht. Und dann können wir jetzt hier, Moment. Einen habe ich noch geholt gerade. Ups, da komm. Und jetzt mit der Kacke. So. Ich kann mal passieren, wenn man Sommer macht. Nochmal geht nicht, okay. Ah ja, die Büsche muss man übrigens auch. Jetzt guckt hier. So, jetzt können sie wieder droppen, die Büsche. So. Und die Dinger pflanzen wir dann einfach mal. Moment, mach mal anders.
geht noch mal anders, und zwar grabe ich mir hier einen Weg raus. So, nehmen wir mit. Achso. Dann nehmen wir die halt gerade nicht mit. Und zwar, dann machen wir hier noch ein bisschen weg. Da noch ein bisschen weg. Und da noch ein bisschen weg. Und dann machen wir da noch weg. Und da noch weg. Und da noch weg. Und hier. Und hier. Das sind zwei Hege. Eins, zwei, drei. So. Okay, das sieht scheiße aus. Hinten, das traube ich mal komplett wieder hin. So. Und dann tue ich mir den dann auch wegruppen hier. Hol mir schnell den. Moment, dann droppe ich die mal hier. Hopp. Du sollst den Scheiß dahin droppen, und jetzt sind wir ganz schnell Feuer. Hui. Okay, kann ich denn schon Wände bauen? Da brauchen wir Holz dazu, gell? Genau. Machen wir uns mal alles hier ein bisschen so, nicht übertreiben. Da mache ich ganz schnell eine Kiste. So, hier können wir nämlich jetzt noch ein bisschen Zeug reintun. Das können wir mal mit rausholen wieder. Reintun können wir dafür den Spaß hier, das brauchen wir nämlich gar nicht. Schaufel, Pickaxe, den Spaß tue ich jetzt auch mal hier rein. Dann hebe ich mal das jetzt hier alles auf. So. Klack. 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 Na komm, klack. Klack. Oh mein Gott, wir hungern. Kann man das keiner sagen? Ja, wenn man da natürlich nicht drauf achtet, ne, dann ist vorbei. Ist aber ein ganz großes Problem, da wir sind schon richtig krass am Hungern. Da muss ich mir ganz schnell was zu essen holen, sonst bin ich tot. Ich nehme mich gerade mal ein bisschen über den Samen. Ich brauche was zu essen, aber ganz dringend, sonst war's das. Und dafür findet man die erste Möhre. Das war keine Möhre. Okay. Das ist ein Mandrake gewesen. Was auch immer ein Mandrake ist, aber es ist einer. Quatsch.
Oh, ein Busch. Oh, ein Busch. Oh, ein Busch. Kann ich aber gerade nicht mitnehmen, leider. Interessiert mich momentan aber auch recht herzlich wenig. Ist gerade alles, was ich irgendwie finde. Die Pilze kann man übrigens nicht essen, die da stehen. Die tun einem geistig kaputt machen. Da müssen wir also leider drauf verzichten. Ja, sonst müssen wir wohl jetzt anfangen, Fallen zu stellen. So, Moment. Wir setzen hier mal ein bisschen davon. Und müssen jetzt anfangen, Fallen zu stellen. Um die Hasen zu fangen. Das ist natürlich ziemlich schwer momentan, weil wir haben keine... So. Möhren. Na gut. Okay, das soll es an sich erstmal gewesen sein, meine lieben Freunde. Ich gehe mal kurz auf Continue. Das soll es an sich erstmal gewesen sein, jetzt, meine lieben Freunde, für die erste Aufnahme. Es liegt daran, dass es gerade sehr spät ist und ich noch was anderes vorhabe. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel schon mal soweit. Wird wahrscheinlich, bevor ich die erste Folge hier veröffentlicht habe, wird der Kanal sich komplett ein bisschen umstrukturiert haben bei mir. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und wir werden sehen, ob wir weit überleben mit leerem Magen oder ob wir gleich vielleicht sogar sterben mit Level 6 und nochmal neu anfangen müssen. Ich wünsche noch einen schönen Tag oder Abend und damit ciao. Und damit herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Moment, was wollten wir denn machen? Wir haben... Ach, wir waren am Verhungern. Okay, kleinen Moment, bevor es losgeht hier mit Alabern und so ein Spaß. Wir haben gar nichts zu essen, okay. Ja, dann bleibt uns gerade nichts anderes übrig, als mal zu schauen, ob wir was finden. Ja, okay, Essen suchen, das sollte nicht so schwer sein. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve. Ich habe das jetzt mal geguckt und zwar... mega behindert, dass ich hier nichts zu essen finde. Haben wir genug Zeug für Feuerholz mit? Jetzt, super, okay. Das heißt, wir können uns wenigstens Feuer machen, falls wir nichts finden sollten, dann nehmen wir mal zwischendurch so ein Ding essen. Dann halt nicht. Auch hier finde ich gerade nicht viel. Ah, hier drüben sieht gut aus. Nehmen wir gleich mal mit. Möhre, sehr gut. Das gibt nur Leben. Oh, oh, oh. Okay, das hat Leben gegeben. Und da ist ein Wiederbelebungsschrein. Super, genau den brauche ich jetzt noch. So, da mal Bären. Habe ich denn eine Schaufel dabei? Nee. Aber hier können wir auf jeden Fall nochmal zurück, weil hier seht ihr ja, gibt es eine ganze Ecke voll Zeug. Ja, lebenstechnisch sind wir immer noch nicht besonders gut ausgerüstet. Ich nehme gerade alles mit, was ich finden kann. Nicht zu nahe die Spinnen ran und da mal nochmal Bären.
Haben wir eine Möhre. Na, essen. Nein. Nimm doch mal die Steine mit. So. Ja. Der Wilson, der ist da ein bisschen penibel. Der ist zwar ein Hamster, aber manchmal stellt er sich noch ein bisschen fremdlich an. Ich will wie Dark suchen. Ja, jetzt haben wir noch ganz kurze Zeit. Okay, ich mache mal meine Fackel als erstes. I can't carry more stuff. Komm, dann schloss halt die Dinger komplett auf. Ich kann natürlich auch noch eine machen, gell? Genau. Sollte die alle gehen, dann nehmen wir uns nämlich gleich die nächste und dann suchen wir jetzt einfach mal bei Nacht weiterarbeiten. Denn wir brauchen unbedingt Nahrung. Und allen anderen Spaß, deswegen tue ich gerade alles aufsammeln, was ich irgendwie finde. 59%. Sieht noch ganz gut aus. Ja, und hier wird dann ungleich der Schnitt wahrscheinlich sein. Hier wird dann...